So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Die Aktienmärkte bieten ja auch einen Kampf, so wie Bayern gegen Atletico. Und spannend bleibt es auch bis Ende der Woche sicherlich noch an den Märkten. Denn die US-Märkte konnten hier das schöne Reversal am Montag nicht fortsetzen und gerieten heute wieder unter Abgabedruck, und der S&P 500 Index traf erneut auf den EMA 38, schoss aber über der Gap-Kante wieder exakt. Also noch kein Befreiungsschlag nach oben. Genauso wenig wie hier der Dow Jones Index. Kommen wir erst noch zu Gold und Silber. Hier wurde das Kursziel erreicht und auch heute wieder scheiterte Gold an 1300 US-Dollar-Marke. Silber kam wie Gold auch zurück. Ja, kurz die 18 Euro-Marke erreicht. Hier war ja noch ein Ziel bei 1840 rund, beziehungsweise 1870, 1860. Also hier wäre möglich eine Korrektur und dann nochmal ein Anlaufen dieser genannten Marke, um dann eine kleinere Durststrecke hinzulegen, um dann aber wieder anzusteigen. Und jetzt wird es eben spannend, was eben der DAX macht. Die Korrekturzonen, wie hier, sind nicht verändert worden. Aber im Prinzip wurden hier jetzt auch direkt kein Index gekauft. Wurde erstmal nur angegeben. Hier, wenn jetzt die US-Märkte etwas stärker performt hätten am Abend, wäre noch kurz vor Börsenschluss, also im Future-Markt, noch ein Long drin gewesen. So kann es aber auch sein, dass morgen früh vielleicht mit Hilfe eben der asiatischen Märkte Gap-up passiert. Also wäre hier, ich zeige es nachher im DAX, sieht man es glaube ich dann besser auf Xetra, wann wahrscheinlich ein Intraday-Kaufsignal stattfinden wird. Beim Xetra DAX, der ja eigentlich das Hauptaugenmerk ist bei vielen Anlegern, auch hier deswegen bei den DAX-Analysen bzw. Analysen immer auftaucht, zeigt hier an, dass hier genau bei 9.200 jetzt die Unterkante erreicht wird. Erstreckt es sich ja zwischen 80 Punkten. Deshalb wäre auch jetzt ein Rebound oder ein Reversal bei den US-Werten sehr interessant gewesen. Denn nicht nur der DAX steht auf einem wichtigen Level und natürlich auch die Einzelwerte. Hier die Siemens am EMA 200. Die Vonovia liegt noch knapp über dem Gap Close. RWE kam heute jetzt dann doch leider mehr unter Druck, gab hier den schon gebrochenen Abwärtstrend wieder auf. Das wird jetzt hier auch eine Punktlandung. Bei Bayer hat jetzt hier auch das zweite Verkaufslimit bzw. das Ding gegriffen, da der Schlusskurs unter dieser Marke lag. Also nimmt man hier noch den dritten Wert, ist hier der Aufwärtstrend zwar gebrochen, aber noch nicht der Stopp erreicht. Hier, das ist für mich auch nur auf Schlusskursbasis morgen aktiviert der Stopp. In die Kaufzone kam auch die deutsche Börse rein. Gab keinen größeren Verkaufsdruck mehr und Allianz wegen guten Zahlen kann sich hier oberhalb des Rainbows halten und wird vermutlich nicht mehr weiter absinken, bestimmt nicht in Richtung 142 erst einmal. So, da hätte man noch eben die Deutsche Post, die darf ruhig noch ein Stück Richtung EMA 200
und EMA 38 fallen, um dann eben durchzustarten. Also nochmal ein Fazit bzw. ein Hinweis. Der DAX sieht im Prinzip am besten aus von allen Werten mit Siemens zusammen und sollte man auch eben genauer begutachten. Aber ich wollte ja nochmal hier auf das Tagessetup eingehen und auf eine Frage von Haito. Ich würde den Stopp nicht auf, was hier angegeben, oder er wollte ihn auf 209 ansetzen. Ich würde den, wenn dann, auf das Stopp setzen oder natürlich ein Tagesclose unter dieser Marke. Aber nur nochmal ein Runterfallen wäre für mich jetzt hier kein Ausstiegssignal. Naja, also wenn im kurzfristigeren Bereich, dann wäre eher sogar noch deutlich höher ein Stopp denkbar, aber ich würde, wenn dann, auf das Low setzen. So, und zum DAX eben gab es heute zweimal ein Buy-Setup. Zweimal wurde eben die Stop-Buy-Marke nicht erreicht. Der Index schloss dann eben fast auf Tagestief. Einmal war es hier noch so ein Abwärtstrend, aber habe dann trotzdem eigentlich das Hoch hier genommen und anschließend ist der immer hier abgeprallt und im 5-Minuten-Chart kann man sich jetzt hier schon an der Rainbow-Oberkante sich entlanghangeln. 5 Minuten Schlusskurs über dieser Linie, also gleicht eben auch wieder die 9975, wäre für mich jetzt hier ja, ein Signal, long reinzugehen und eben mit einem doch engen Stopp, dass die Möglichkeit eben, dass man die Möglichkeit sich nicht nehmen lässt, tief zu erwischen, aber allerdings eben auch, dass man eben doch ausgestoppt wird. 200 Punkte Stopp wäre jetzt hier eben erstmal nicht ratsam. Des Weiteren, wenn sich morgen früh noch was ergibt, werde ich das posten und sonst erst einmal auch nochmal die Seitenlinie abwarten oder an der Seitenlinie warten. Danke fürs Zuhören und bis morgen.